Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es geht weiter mit der drei Bücher, die Reihe. Ich habe mitgebracht Cover, die mich geblendet haben und der Inhalt aber schlecht war. Ihr konntet mir hier ja verschiedene Aufgaben erstellen. Ich habe auch eine Playlist angelegt, die verlinke ich unten. Es gibt, glaube ich, jetzt auch schon drei weitere Videos und die könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Und ich werde jetzt nach und nach immer so ein bisschen diese kurzen Videos sozusagen mit in die Monatsgestaltung, Videogestaltung hineinpacken. Heute geht es also um Bücher, die ich schlecht gefunden habe und dementsprechend habe ich diese Bücher auch nicht mehr hier vor Ort, sondern werde euch die einfach ein bisschen mit einblenden. Beginnen möchte ich mit der ja eigentlich gesamten Willend-Reihe von Disney. Hier habe ich zwei Bücher gelesen, unter anderem die vom Beast, vom Die Schöne und das Beast, und das ist ja im Grunde schon ein Reihenkonzept, wo es einen großen roten Faden innerhalb dieser Reihe gibt, aber man so eigentlich den vermeintlichen Bösewicht in den Geschichten sozusagen kennenlernt und seine Geschichte erfährt. Und ich habe da, glaube ich, tatsächlich drei Bücher gelesen, ich glaube noch von Ursula. Und der erste Teil war, glaube ich, irgendeine Hexe, was die von Schneewittchen oder von Aschenputtel, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und die Hintergrundgeschichte spinnt sich so ein bisschen, das fand ich auch ganz okay. Aber optisch sind diese Bücher wirklich ein Highlight. Wunderschön gestaltet, einmal natürlich mit dem Gesicht sozusagen des Bösewichten und dann jetzt in Der Schöne und das Biest war es so, dass eben der Prinz auf der Rückseite war. Man konnte da hier wunderbar rumspielen. Es hat sich von der Haptik ein bisschen merkwürdig angefühlt, aber es war von außen richtig toll gemacht. Also für jeden Disney-Liebhaber definitiv ein Hingucker im Regal. Und ich hatte, ich glaube, zwei haptisch hier und eins als E-Book. Und bei mir sind die alle im Grunde wieder ausgezogen, weil einfach ich mit den Geschichten überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Also ich hatte wahrscheinlich auch einfach eine andere Vorstellung. Es wurde schon sehr die Geschichte, die ursprüngliche Geschichte erzählt. Und gerade beim Beast von Das Schöne, das Biest, da hätte man gefühlt so viel noch machen können. Und man hat da natürlich so sein Vorleben erzählt. Und es war sprachlich sehr leicht, sehr unaufgeregt. Es war zu Teilen halt langweilig, weil man die Geschichte auch einfach schon kannte. Und da war ich wirklich sehr enttäuscht. Also ich glaube, ich habe alle Bücher schon durchgelesen. Ich glaube, ich habe keins abgebrochen. Aber es ist auch nicht so viel hängen geblieben, außer dass ich echt so enttäuscht war von diesen Geschichten. Und ich glaube sogar, war es bei Der Schöne und das Biest, dass man da sogar dann noch was verändert hat zur eigentlichen Geschichte, wie wir sie kennen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und das hat mich auch so gestört, wo ich denke, naja, also wir wissen doch alle, wie Die Schöne und das Biest ist. Da kann man jetzt auch nichts anderes irgendwie hinzudichten. Also ja, war definitiv wunderschönes Cover. Leider hat es mich nicht überzeugt. So auch ja, das neueste Buch von Kerstin Gier, Vergiss mein Nicht. Ich war von einigen Büchern von Kerstin Gier, unter anderem von der Silberreihe. Ich mochte damals auch die Edelsteinreihe, war ich sehr begeistert. Ich mochte auch ihre Frauengeschichten, unter anderem ja die Müttermafia. Das hat mir richtig gut gefallen, weil das auch so meinen Humor damals getroffen hat. Und dann war ich sehr gespannt auf Vergissmeinnicht und das ist ein wahnsinnig überladenes, aber dennoch grandioses Cover. Also, als das in den Neuerscheinungen aufgeploppt ist, dachte ich wirklich, wunderschön mit diesen verschiedenen Details und diesem Farbspiel, das Düstere und trotzdem vorne natürlich so viel Farbenfrohes. Und das war richtig, richtig, richtig schön. Also von der Aufmachung toll. Ich glaube, die Erstausgabe gab es auch irgendwie mit einem fancy Buchschnitt. Und ich war aber dann schon enttäuscht von der Geschichte. Also ich, ja, also wir sind hier ja auch in so einer Urban Fantasy Welt und wir haben eben jemanden, die auf einer Party oder er trifft auf der Party oder er verändert sich irgendwie auf einer Party und dann kommen eben so diese Wesen aus dem Übersinnlichen irgendwie zutage und ja, ist richtig viel. Wie man merkt, ist in meinem Kopf kein Platz für schlechte Geschichten. Und es plätscherte so vor sich hin und es war auch überhaupt nicht innovativ und mir hat es leider nicht gefallen. Ich glaube, ich habe es beendet. Ich weiß gar nicht, ich habe es als E-Book gelesen oder habe ich sogar gehört. Ich bin mir auch schon da nicht mehr sicher. Und ich bin, ja, ich fand es so okay, aber von dem Cover hätte ich mir einfach so eine tolle Geschichte, wie zum Beispiel bei Silber, die Reihe habe ich wirklich gefeiert, irgendwie gewünscht.
Und das dritte Buch ist dann eine Self-Publisherin, und zwar ist das Beschwipste Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen von Franziska Erhardt. Das ist der vierte Teil der Notting Hill-Reihe, und ich habe die drei Bände vorher sehr, sehr geliebt. Also wir sind hier in Notting Hill in London, und wir haben natürlich verschiedenste Konstruktionen mit einer Buchhandlung und mit einem Blumenladen und so, und es war richtig, richtig schön, sehr unterhaltsam, locker, leicht. Hat richtig Spaß gemacht, und dann habe ich mich sehr auf diese Weihnachtsgeschichte gefreut und dieses Cover. Ich finde, Franziska Erhardts Bücher haben immer ganz, ganz tolle Cover, und die machen wirklich Freude und Spaß, und man hat da Lust auf die Geschichte. Und bei dieser Geschichte habe ich eben irgendwie mit so einem, ja, Obststand, Obstladen gerechnet, der natürlich sich so in dieses ganze Ladenthema und Liebesgeschichten einspielt. Man trifft doch immer wieder Charaktere aus den anderen Geschichten. Und ich habe da halt was locker, Leichtes erwartet zur Weihnachtszeit in London und viel Weihnachtsstimmung. Und es war alles andere als das. Also ich habe das Buch zusammen mit einer Freundin gelesen, und es war keine Weihnachtsstimmung, es war nichts Beschwipstes, es war wahnsinnige ernste Themen. Also es ging da auch um Depression, um Verlust, ich weiß gar nicht, Burnout war, glaube ich, auch so ein Thema. Ich glaube auch irgendwie ein Suchtproblem, ich bin mir da aber gerade gar nicht mehr sicher. Und ich habe das einfach nicht in dieser Geschichte erwartet. Also der Stil war gut. Franziska Erhardt kann definitiv sehr, sehr gut schreiben, aber irgendwie war ich da so enttäuscht von dieser Geschichte, weil wenn man etwas locker, leichtes zu Weihnachten erwartet und auch Weihnachtliches, kam viel zu kurz. Also dafür, dass ja schon Weihnachtskatastrophen ganz groß draufsteht, von denen war gefühlt irgendwie nichts zu erkennen. Also da weiß ich auch noch, wie enttäuscht ich von dieser Geschichte war, weil die überhaupt nicht das geliefert hat, was ich mir unter Titel und Cover und überhaupt in dieser Reihe vorgestellt habe. Versteht mich nicht falsch, ich habe kein Problem mit ernsten Themen, aber dann muss das Cover und auch irgendwie der Titel dazu passen. Ich habe unter diesem Titel und Cover nicht etwas so Ernstes erwartet, sondern locker und eine schöne weihnachtliche Geschichte, die mich da ein bisschen in Stimmung bringt. Ja, das waren jetzt drei Bücher, die irgendwie blenden und deren Inhalt für mich schlecht war, beziehungsweise mich nicht überzeugen konnte. Es gibt natürlich auch noch einige andere, wo man sagt, der Inhalt wird dem Cover nicht gerecht, aber vielleicht fallen euch da auch ja noch ein paar ein, die ihr im Regal habt oder gelesen habt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi. Peace.